Svedru, 500 Kilometer entfernt von Liberias Hauptstadt Monrovia. Die Welthungerhilfe errichtet hier eines von 4 Behandlungszentren für Ebola-Infizierte. Zwar stagniert inzwischen die Zahl der Neuinfektionen im Land, aber noch immer steckt statistisch ein Infizierter mindestens einen Menschen an. Seit dem Ebola-Ausbruch nutzen wir unsere Awareness-Teams, die vorher für grundsätzliche Hygiene zuständig waren, als Ebola-Teams, um die Achtsamkeit der Bevölkerung gegenüber dem Virus zu steigern. Während wir vorher Brücken oder Schulen bauten, errichten wir nun ETUs, Behandlungszentren für Ebola-Infizierte. Das Cash-for-Work-Projekt der Welthungerhilfe schafft gleichzeitig Einkommen in der Bevölkerung. Bevorzugt werden lokale Materialien eingesetzt, Holz und Bambus. Aber nicht alles gibt es in einem Ort wie Cedru. Hauptherausforderung dabei sind die Straßenverhältnisse. Die Trucks kamen oft nicht durch. Das hat unsere ganze Arbeit verzögert. An 4 Orten gleichzeitig Behandlungszentren zu bauen, war überhaupt nur möglich, weil die Welthungerhilfe seit Jahren im Land aktiv ist. Trotzdem, immer wieder blieben Fahrzeuge stecken. Spezielle Ausrüstungen wurden gar aus Europa eingeflogen. Eine weitere logistische Herausforderung. Mit Hilfe der Bundeswehr wurden Zelte nach Liberia geliefert, die als Teil der Behandlungszentren dienen sollen. Anfang Dezember konnten endlich die Kisten mit Zelten, die ursprünglich in Norwegen beschafft wurden, ausgepackt werden. In einem Ort, dessen alltägliches Leben zwar auf den ersten Blick normal erscheint, dessen Herausforderung aber gerade in der Unsichtbarkeit des Virus besteht. Viele Menschen, gerade aus den umliegenden Dörfern, scheuen sich offen, mit dem Thema Ebola umzugehen, Hilfe anzunehmen. Von Anfang an bestand unsere Herausforderung in der Angst der Leute vor dem Virus und dem Krankenhaus, sagt Emanuel Goba. Durch die Aufmerksamkeitskampagnen steigt jetzt die Zahl unserer Patienten. Der wichtigste Punkt bei Ebola ist die Aufmerksamkeit. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute alle Informationen erhalten, verstehen, wie sie sich selbst vor Ebola-Infektionen schützen können. Auf der anderen Seite ist natürlich der Bau der Behandlungszentren wichtig. Feste Gebäude mit Duschen, Dekontaminationsräumen. Es sind richtige Krankenhäuser, die wir jetzt bauen, die natürlich auch funktionieren, nachdem diese Ebola-Krise besiegt wurde, dann als Krankenstationen dienen werden. Nicht zuletzt, um neue Epidemien künftig rechtzeitig zu verhindern.